Ein schöner, sonniger Tag in der Rising World. Und ihr seid dabei, meine lieben, tapferen Freunde. Und ich bin dabei. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme. Und ich habe direkt angeschlossen an die letzte Folge. Und es geht hier haarscharf weiter, sozusagen. Und ich hoffe, ihr habt genug von den Dingern gemacht. Weil es kommt mir schon wieder unglaublich viel vor, was wir hier verbrezeln. Wahrscheinlich fehlt es wieder einer. Dann müssen wir wieder runter und dann ist auch bald wieder, ne? Dann ist auch nicht so schön. Das ist nicht so schön, wollte ich sagen. So, das haben wir hier fertig. Ne, es kommt sogar hin. Hier den müssen wir noch einmal drehen, so. Und dann kommen hier die Action-Teile drauf. Eckteile auch genannt. Von Leuten, die sich da vielleicht nicht ganz gut mit auskennen. Da, 4 Stück haben wir davon. 28 haben wir jetzt von denen über. Wird ja immer besser. So, hier kommt jetzt diese Ecke drauf. Ecke. Die muss man natürlich immer hier, wie bei uns Zauberwürfel, muss man die so hindrehen. Oh, hier kann man die nicht hinsetzen. Wahrscheinlich stehe ich zu nah dran. Wahrscheinlich. Ja. Wenn man zu nah dran steht, dann blockiert man irgendwie seine eigenen Bauarbeiten. Ist ja auch, wenn man an dem... Oh, wer ist denn da? Black Tony spielt Garry's Mod. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, kann man die im Video sehen, diese Einblendung von Steam? Könnte schon sein, ne? So, schaut mal. Jetzt haben wir hier nämlich unseren Rauchabzug sozusagen. Und da würde ich jetzt ganz gerne oben noch Balken reinsetzen, damit das abgedichtet ist. Weil es soll ja, der Rauch soll abziehen, aber der zieht ja sozusagen zwischen Dingern raus hier. So, jetzt machen wir nämlich hier nochmal so eine Reihe rum. Man kann halt so Gitter reinsetzen, ne? Würde wahrscheinlich auch gehen. Aber nee, es soll ja auch Schatten spenden. Genau, das ist ja der Sinn der Sache. Eines Sommerpavillons ist ja, viele denken ja, das ist, nee, das ist es gar nicht. Ist hauptsächlich zum Schattenspenden gedacht. Argh! Da haben wir noch 4. Ah, es hat gereicht. Juhu, es hat gereicht. Jetzt schauen wir mal von der Treppe, wie es aussieht. Autsch. Hat es wehgetan? Nö. Wurde uns zumindest noch nichts abgezogen. Oh, schaut mal. Ja, kann man machen. Ein kleiner sommerlicher Pavillon, der jetzt natürlich noch eingerichtet werden möchte. Und da schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Tisch und ein Lagerfeuer muss da rein. Das ist natürlich ganz klar. Das heißt, haben wir noch welche von den Steinblöcken, von den Steinblöcken über, die wir vorhin, hier, ne? Ja. Da würde ich nämlich dann vielleicht in der Mitte von dem ganzen Pavillon hier, wäre da wahrscheinlich der Tisch, ne? In der Mitte. Ja, ne, hier muss ja die Feuerstelle hinkommen. Richtig? Richtig. Damit das hier abzieht. Oder ja, man könnte es auch natürlich auch hier machen. Hier so. Wo wäre denn die Mitte? Im Grunde hier, ne? Hier irgendwo. Da wäre die Mitte. Einmal hier von die Mitte ist das und da von die Mitte ist das. Also das wäre die Mitte, Brigitte. Ja gut, dann kloppe ich hier mal eben raus ein. Ist das die Mitte? Ja, kommt wahrscheinlich hin, ne? Wenn wir jetzt hier so ein bisschen das runterkloppen, ich will das nicht zu groß haben, das Ganze. Es wird wahrscheinlich zu groß werden. So. Machen wir hier jetzt so ein Feld raus. Nämlich genauso breit, wie hier unsere Treppe ist. Kommt hier ein Feld raus. So. Da setzen wir jetzt ein paar Steindinger runter. Damit natürlich hier die Asche das Ganze nicht anzündet und es brennt. Und dann gibt es auch Panik wahrscheinlich, wenn es dann brennt. So. Und da kommt dann die Feuerstelle drauf. Ja. Da die Feuerstelle drauf. Ich baue erstmal eine Feuerstelle. Also hier den einzigen Grill, den wir momentan noch haben, gibt es nämlich hier, glaube ich, unter Rohstoffe, Leitern, Lichter. Und da gibt es nämlich hier die ganz große, da sind Fackelhalterungen, Gartenfackeln und das hier, die Dorsch. Oh, wie lange gemacht? Einen, ne? Ich hoffe, einen. Teures Krams. So, die kommt hier schön in die Mitte, Brigitte. Der Grill in die Mitte, wie sich das gehört. Und darum kommen dann ein paar Tische, kommen dann so ein paar Stühle. Ja, ist auch ziemlich groß. Ich blende mal kurz das Gitter ein, damit wir das auch schön in die Mitte stellen, das Ding. So. Ach, guck mal. Haben wir hier unsere Feuerstelle, der Rauch zieht ab. Ausgezeichnet. Das Problem ist, wo soll denn der Tisch noch hin, ne? Man könnte jetzt natürlich hier ein paar Stühle rumstellen, einfach, wo die Leute sich dann so wärmen können.
Und man könnte auch sagen, das geht das? Da will ich mal nur mal ausprobieren, ob das geht. So, wenn ich jetzt nämlich sage, Ted. Ich baue hier jetzt einfach Stein rum. Es geht. Dann hat das Ding nämlich keine Füße mehr. In der Mitte hat es so ein kleines Loch, wo die Kohle runterfällt. So, und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. Schaut mal. Und dann können da Stühle rum. Und dann müssten wir vielleicht hier nach hinten raus noch so eine Fläche machen, wo man dann sitzen kann, oder? Wir gucken mal, was wir an Tischen da haben. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns überraschen, sozusagen. So, Tische. Wir haben einmal diese kleinen, normalen, in allen Farben natürlich immer. Wir haben runde Tische. Wir haben hier Gartentische. Und wir haben kleine Gartentische. Kleine Gartentische würden ja reichen erstmal. Ich stelle erstmal einen her. Welche Farbe? Wir hatten ja gesagt, wir wollten die in einem hellen Farbton haben. Weiß? Wollen wir weiß nehmen? Ja, komm, wir nehmen mal weiß lackiert. Einen Gartentisch. Einen Beistelltisch brauchen wir nicht. Einen Schreibtisch brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir oben noch, ne? Eine Küchenzeile. Wir brauchen Stühle. Sitze. Ja, hier, normal, ne? Und den auch in weiß. Davon machen wir gleich 1, 2 erstmal. Genau, also einen kleinen Tisch. Und zwei Stühle. Und wo haben wir den Tisch da? Den Gartentisch. Ich hoffe, der ist nicht so groß. Nö, es geht eigentlich. Der ist sogar recht klein. Wenn wir jetzt genau hier hinstellen. Na? Wenn wir jetzt hier hinstellen. Passt mal auf. Ich mach mal das Gitter ein. Wenn wir jetzt genau hier... Naja, nicht ganz auf die Kante vielleicht. Hier so hinstellen. Zack. Dann können auch hier Stühle ran. Und dann können wir nämlich hier einen Stuhl hinstellen. Auf den Tisch kann man den noch nicht drauf. Kann man hier so einen Stuhl hinstellen. Okay. Da zum Beispiel. Ich mache das wieder mit dem Gitter. Ist, glaube ich, einfacher. Man kann ihn auch unterstellen so. Hier einen Stuhl hin. Und vielleicht noch hier einen hin. Den drehen wir auch noch, damit er dann, ne? So ein bisschen so... Nicht ein bisschen aufgelockert da steht. Hier so. Ja, haben wir... Ja, das ist doch schick. Dann kann man sich da hinsetzen, kann was essen, kann hier seine Wurst draufpacken, vielleicht sogar. Ich habe gerade eine Idee. Kann man da ein Gitter platzieren auf dem Ding? Das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Aber ich will es einfach mal probieren. Ne, Komponenten, Rohstoffe. Ich glaube, das war hier eventuell. Leitern, Geländer, genau, Geländer. Handlauf, Gitter. Ein kleines Gitter. Ich stelle da mal eins von her. wo ist es da? Das Gitter. Brigitta. Ah, können wir das Gitter hier oben drauf packen? Wenn man das drehen kann vielleicht? Mal gucken. Kann man das drehen? Kann man das auch kippen? Nee, geht leider nicht. Arg, schade. Egal. War nur so eine Idee. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Tische. Wir können hier auch noch ein Fass hinstellen. Falls es mal brennt, ne? Dann kann man da eventuell auch löschen. Okay, das Gitter packe ich gleich mal in eine Truhe. Das brauchen wir nicht mehr. Wo ist das? So. Bauelemente. Türen. Wir brauchen wieder Sitze. Was, ne? Aber wir brauchen immer Tische. Tische waren Türen, Tische. Da hatten wir genommen Gartentisch klein. Und davon den weißen. Das Modell. Da brauchen wir noch 1, 2, 3, falls mal Besuch kommt. Und jetzt brauchen wir noch 6 Stühle, ne? 6 Stühle, Sitze. Und das war Holzstuhl, Sessel, Couchsessel, Gartenstuhl. 1, 2, 3, da weiß. Davon brauchen wir immer jeweils 2. 1, 2. Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr. Okay. Egal. Ja, dann bauen wir nämlich hier noch so einen Gartentisch hin. Da muss natürlich auch noch durchgehen können. Das heißt, die müssen hier schon ziemlich in die Ecke. Hier so. Vielleicht. Man kann den Tisch auch schräg hinstellen, ne? So. So. Und dann kann man nämlich jetzt hier einen Stuhl vorstellen und da. Das wäre eigentlich eine richtig gute Idee. Die so zu platzieren. Also müssen wir es hier nochmal komplett drehen. So eventuell. Ah, ein zurück. So. Dann können wir nämlich die Stühle direkt unterstellen. Ja, wunderbar. Oh, ist ganz schön warm hier im Feuer. Oh, oh. So. Jetzt kommen da Stühle unter. Geschoben.
Und dann haben wir hier so einen kleinen Gartenpavillon, wo die Leute vernünftig sitzen können und ja, so ein bisschen den Sommer genießen können. Jetzt müssen wir, die müssen wir natürlich auch drehen. So, und jetzt G für das Gitter, nicht vergessen. Schieben wir die Stühle mal hier unter, dann sind sie nicht so im Weg. Und einen können wir ja auch mal so, nur dann so hinstellen, dass wir uns hier noch ein bisschen entspannen können. Irgendwie. So, so halb schräg stellt man ja auch mal manchmal welche hin. Kann natürlich sein, dass der jetzt ein bisschen in der Luft steht. Der kann vielleicht hier hin. So. Und dann hier noch einer hin. Und dann kann man noch hier draußen im Sommer hier draußen sitzen. In der freien Natur ist doch so total schön. Einfach in der freien Natur sitzen und sich ein bisschen entspannen. Ein bisschen was lesen vielleicht. Na, schaut mal. Wir haben hier unseren kleinen Gartenpavillon. Und wenn mal Gäste kommen und so. Fackeln haben wir auch überall aufgestellt. Wunderbar. Oh, Bäume ausgewachsen. Ich drehe durch. Bäume ausgewachsen! Oh, ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr ins Mikro gebrüllt. Unsere Bäume sind ausgewachsen und das Pavillon ist fertig. Mm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die eine Reihe von den Bäumen wieder weg und pflanzen die gleich wieder neu, damit wir hier so eine kleine Baumzucht haben. Total cool. Haben die jetzt schon die volle Größe oder wachsen die noch einmal? Was meint er? Nee, das ist die volle Größe. Ich fäll mal ein. Ausgewachsener Baum wird sofort gefällt. Und die Tannen sind auch schon fast ausgewachsen. Die wachsen, glaube ich, schneller, kann das sein? Ich fäll mal einen weg und dann gucken wir mal, ob Setzlinge da rauskommen. Achtung, Baum fällt. Natürlich genau zwischen die anderen. Nee, gut. Deshalb haben wir nämlich hier das Gras weggenommen, damit wir dann die eventuell fallenden Setzlinge auch sehen. Und natürlich hat er jetzt keinen Setzling gebracht. Ah, ein Buddelschwein. Die Trüffelschweine sind hier echt zahlreich. Natürlich werden wir auch die Stuken wieder wegmachen und neue Bäume pflanzen. Neue Banzen pflanzen. Oh, nein, auf unsere Gartenhütte drauf geballert. Ja, ist auch so eine Frage. Wird es mal ein Schadensmodell geben für Gegenstände, die erbaut wurden? Dann müssen wir nämlich echt vorsichtig werden. Sein auch. Da sind jetzt Setzlinge bei rausgekommen. Einer. Einer. Einer ist keiner, sagt man doch immer, oder? Aber den pflanzen wir sofort wieder ein. Da kennen wir nichts. So, sofort wieder eingepflanzt. Dich schlagen wir auch weg. Hinfort mit dir. Ja, ich gucke und ich sehe, wir sind schon fast wieder am Schluss. Das ist unglaublich. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben noch gar nichts gemacht. Ein bisschen machen wir aber noch. Hier ein paar Bäume schlagen wir noch weg. Denn es kommt mir irgendwie ziemlich kurz vor, die letzte Folge. Achtung, Baum fällt. Du kommst auch weg. Und ich finde das so genial, wie dann hinter die Blätter immer noch so runterfallen. Das finde ich echt total schön gemacht. So, und den setzen wir jetzt wieder hier hin. Und die anderen lassen wir mal lieber stehen. Bis wir frische Setzlinge haben. Dass wir hier auch immer gleich nachpflanzen können. Guck mal, hier wieder hin. Und hier kloppen wir mal den Stuken weg, damit das nicht so hässlich aussieht. Ganz klarer Fall. Und so haben wir jetzt gleich wieder ein bisschen Holz gekriegt. Und haben ein schönes Erlebnis, dass hier die Bäume sozusagen direkt vor unserer Tür wachsen. Ist das nicht klasse? Der Gartenpavillon ist sozusagen so gut wie fertig. Ich wollte da ja noch so ein Regenfass vorstellen, genau. Damit man immer Löschwasser da hat, wenn man was braucht. Ich glaube, das war unter Behälter. Rohstoffe, verschiedenes. Werkzeuge, Lichter, Hilfsmittel, Waffen, verschiedenes. Ah ne, da sind Mülleimer, toll. Werkbänke, nee, nicht. War das hier unter Behälter oder sowas? Tische, Badezimmer, Leitern, Geländer, Kisten. Ja, Holzfass ist natürlich ganz klar eine Kiste. Aber auch so ein schönes helles hier. Und da fehlt uns das Holz. Ach so, Holz, ja gut. Holz gibt's ja hier an der Werkbank. Da stellen wir mal ein bisschen was her. So, zack. Und jetzt können wir nämlich hier schön unsere Kiste bzw. unser Fass machen. Eins. Jetzt habe ich ein dunkles gemacht. Egal. Ein Dunkelfass. Dunkelbier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Stellen wir uns hier ein schönes Fass hin. Man hätte hier auch so einen Fasstisch machen können, ne? Aber nein, das soll ja Löschwasser sein. Ein Fass mit Löschwasser kommt jetzt hier direkt vor. Schaut mal. Können wir noch zwei hinmachen. Wir können jetzt auch hier auch noch eins hinmachen. Ach, nicht übertreiben. Und jetzt können die Leute hier sitzen und grillen und chillen und sich freuen des schönen Lebens. Was bauen wir in der nächsten Folge? Das ist die große Frage. Mir kratzt gerade übelst der Rücken. Entschuldigung. Das ist die große Frage, die uns alle so sehr beschäftigt.
Wir haben eine Stube. Wir haben einen. Also unten ist die Stube, ne? Hier in dem Bereich. Ich zeige euch das nochmal, was wir bisher haben. Wir haben eine Stube. Hier. Ja, wir haben ein Badezimmer. Wir haben ein Klavier. Wir haben noch keinen Schreibtisch. Der muss natürlich auch noch in die Stube hier eigentlich rein, oder? Wo packe ich den mal hin? Ich glaube, hier wäre doch ganz cool für einen Schreibtisch, oder? Ja, dann bauen wir uns gleich nochmal. Hier unten schönen Schreibtisch hin. Hier, wir haben eine Werkstatt. Die ist hier oben. Ja, die gute Werkstatt. Mit Webstuhl auch. Auf dem Webstuhl kann man aber leider nur Zelte machen. Camping-Zelte. Aber da kommt hundertprozentig noch was dazu. Wir haben... Wir können dann hier weitergehen. Hier fehlen uns noch Türen. Da müssen wir noch Türen reinpröpseln. Da geht's hoch zum Dach. Wir haben ein Schlafzimmer, was noch nicht fertig ist. Und aus dem Schlafzimmer kann man dann auch weitergehen. Hier raus. Hier gibt es so einen kleinen Weg. Da geht's einmal hier runter, Gunther. Und wisst ihr, wo wir da rauskommen? Wenn man nämlich hier dann geht, kommt man hier sozusagen hierher. Und hier geht's ja richtig runter, glaube ich, wieder, ne? Da geht's weiter in die Höhle. Und wir können uns hier so eine Holzbrücke hochbauen. Und hier einen richtigen Weg hin. Da haben wir momentan ja nur diesen, ja, mehr oder weniger unspektakulären Aufgang. Hier durch den Berg. Und hier, die Höhle ist auch noch viel zu eng. Die müssen wir ein bisschen breiter schlagen noch. Und hier oben, ach, wir wollten ja einen Turm bauen, ne? Ein Turm. Und der sollte hier hin, oder was? Seid ihr sicher? Ja, könnten wir machen. Dann müssten wir von unten den Turm hier hinbauen. Kann ich hier runter eigentlich? Ganz schön steil. Gerade. Ja, wir klettern natürlich rückwärts runter. Oh. Ah, runtergeklettert. Da oben runtergeklettert. Habt ihr das gesehen? Ganz alleine. Wir müssten also hier, wenn dann müsste der Turm dann hier hin. Oder hier zwischen. Wir können ihn auch hier zwischen bauen. Und dass man dann von oben in den Turm reinkommt. Also ein Turm, der unten keine Türe hat, sozusagen. Ich schau mal von etwas weiter weg. Vorsicht, nicht, dass hier ein Loch ist, wo wir reinstürzen. Ganz wichtig. Schaut mal, da ist so ein Turm dran. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke mal, das wäre schon ganz cool. Ja, doch, doch, doch. Da ein Turm dran. Und in den Turm. Und wir brauchen noch eine Küche, ne? Aber das könnte ja die zweite Etage auch von der Butze da werden. Da noch eine zweite Etage drauf. Müssen wir mal gucken, ob wir da... ich fliege mal kurz hoch, um es mal abzukürzen. So. Können wir hier noch eine Etage draufknöpseln? Eigentlich schon, oder? Platz genug wäre. Es wird auch gerade dunkel. Können wir uns auch gleich schlafen legen. Haha, wie schön. F2-Landung. Also, hier mal wieder die Tür zu machen, damit da keine Monstronauten reinkommen. Und hier müsste der Weg ja auch noch weitergehen. Oder wir bauen die Küche halt hier neben. Da müsst ihr mal sagen, wollen wir noch eine Etage hier draufsetzen? Und dann die Küche sozusagen neben das Schlafzimmer machen oder in die nächste Etage, wo wir dann allerdings auch wieder einen kleinen Aufgang bräuchten, der allerdings auch noch hier hinkommen könnte. Man könnte hier eine Treppe hochzimmern für, zur zweiten Etage. Ne? Das wäre überhaupt kein Problem. Hier eine Treppe hoch, sozusagen an der anderen Seite hier von der Säule, dass wir hier so eine zweierenge, schmale Treppe hochbauen und die Küche dann oben drauf machen oder die Küche halt hier neben. Aber ich will diesen Gebäudekomplex auch nicht zu weit auseinanderziehen. Fenster mache ich hier noch rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Es hat mir wieder Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Also liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Qual, wollte ich sagen, bei Rising World. Schlaf nicht vergessen. Gute Nacht.